Conny Wiesia, Hermann Schmittendorf, herzlich willkommen in unserem Programm. Heute machen wir einen Abstecher nach Hanau. Dort arbeiten fleißige Bahnenthusiasten an ihren bahnhistorischen Schätzen. Viel Spaß! Die Stadt Hanau hat etwa 100.000 Einwohner und liegt 20 Kilometer entfernt von Frankfurt am Main. Die Stadt ist ein Eisenbahnknotenpunkt, hier kreuzen sich 6 Bahnlinien. Deshalb wurde hier südöstlich vom heutigen Hauptbahnhof 1907 ein großes Bahnbetriebswerk gebaut mit 2 Lokomotivschuppen, 2 Drehscheiben, einer großen Lokomotivwerkstatt und einem Verwaltungsgebäude. Hier trafen wir bei unserem Besuch meinen langjährigen Freund Werner. Er arbeitete an seiner Dampflok aus Polen. Wir hängen den ja noch runter, ja? Ja, lass mich mal runter. Guck mir das mal an. Ja, die müssen jetzt hier runterlassen. Ah ja. So, das kannst du ein bisschen abnehmen. Moment. Ein bisschen unterstützen, dass ich hier umgreife. Ja, ja. Hey, die wiegt ja nicht so viel. Das Ding wiegt ja nicht viel. Genau so viel wie die Feder. Nee, weniger. Ja, wie kommt das, dass hier eine polnische Dampflok Ticker T48-160 im deutschen BW in Hanau steht und bearbeitet wird? Tja, wie kommt das dazu? Die Lok stand zum Verkauf. Da habe ich halt zugegriffen, nachdem ich der gute Zustand überzeugt hatte. Die alte Geschichte ist ja die, dass die Lok die Werkslok von ZNTK Ole Schnitzer war, wo wir ja damals das Praktikum gemacht haben. Und danach hast du die Maschine ja nach Deutschland verkauft. So. Die Pläne haben sich zerschlagen, die Lok ist dann abgestellt worden. Die stand dann auch in mehreren Orten, teilweise jahrelang draußen. Bis dann jemand sich der Maschine erbarmt hat und hat sie unter Schuppen gestellt, in Schuppen gestellt. Und als er dann nicht mehr konnte, hat er sie zum Verkauf ausgeschrieben und irgendwann habe ich da mal zugegriffen. In diesem Zustand trafen wir die Dampflok nach dem Export 2015 bei ihrem letzten Eigentümer von Werner, einem Herrn Lewandowski. In Ole Schnitzer hatten wir vor dem Verkauf nach Deutschland eine volle Hauptuntersuchung durchführen lassen. Es wurden viele Neuteile eingebaut und auch Modernisierungen vorgenommen. So wurde ein Tachometer angebaut. Die Vorbesitzer wollten einen Streckenmagneten anbauen für das deutsche Sicherheitssystem PZB, aber sie stoppten die Arbeiten auf halber Strecke. Das muss man sagen, die Polen haben eigentlich gute Arbeit abgeliefert, nur der Fusch haben die Deutschen gemacht. Es ist da vieles vergeigt worden und was auch sehr teuer war, ja, die Reparaturen. Einerseits die Substanz ist gut, wirklich gut. Ich muss halt alles auseinandernehmen, kontrollieren, messen, Sachen tun, um mich zu überzeugen, ob das auch in Ordnung ist. Dann kommt das wieder zusammen. Ach, jetzt kommen wir auch hier gut dran, halt. Das könnten wir hinkriegen. Ach, die hat hier unten drin gesessen. Das Teil sitzt. Die sitzt hier hinten dran. Und diese Scheibe sitzt dann vor der Sattelscheibe und hier stützt sich dann die Feder ab auf der anderen. Wir fragten Werner, ob ihm die eine Woche Dampflok-Reparaturschulung in Ole Schnitzer damals geholfen hatte. Ja, absolut. Vor allen Dingen die Zeichnungen von Ole Schnitzer. Denn ohne die Zeichnungen von der Lok hätte ich mich nicht dran gewagt. Weil es sind ja doch einiges anders wie in Deutschland. Da sind ja Einflüsse von anderen Ländern mit drin. Also polnisch, preußisch, österreichisch, amerikanisch, das ist eine Mischung von allem. Da die Lok noch sehr jung ist, das erste Baujahr 56, ist eigentlich noch. Ich meine, die Lok hat Zulassung für Deutschland und dann werden wir hier fahren. Ein Jahr wird die Reparatur sicher noch dauern, meint Werner. Gut, dass ihm einige Kollegen vom Verein helfen. Eine Hand wäscht die andere, was soll's. Ja. Ich helfe auch genauso gut hier. Überhaupt alles, was technische Sachen anbelangt, hier in dem ganzen, Schuppen steht. Ich meine, ich betrachte mich nach all den vielen Jahren immer noch als Lehrling. Ne? Es lernen immer noch Neues dazu.
Und heute brauchst du ja für alles was. Jetzt habe ich noch Unterricht als Bremsschlosser bekommen. Also darf ich das auch machen? Also wenn ein technisch interessierter Mensch mal in so eine Lokomotive reinguckt, dann ist er begeistert. Denn das ist Feinmechanik in groß. Das ist kein Tretroller. Sondern das ist wirklich exzellent, sauber zusammengebaute Technik. Und das muss auch funktionieren. Und vor allen Dingen ist keine Software drin. Die Hardware muss funktionieren. Die Software ist im Gehirn vom Lokführer. Du bist ja auch Lokführer. Ja, aber ich fahre nicht mehr. Das ist mir auf der DB zu wild. Du meinst, dass immer so ein ICE dir entgegenkommt? Nee. Das ist zu hektisch geworden. Das sind arme Kerle heute. Ja. Denn die Bedienung der Maschinen ist leichter geworden, aber die Hektik draußen drumherum ist schlimmer. Da hängst du auch vorne drin, direkt hinter der Scheibe. Nee. Du möchtest gerne den Kessel zwischen dir und der Umgebung. Ja. Und schön warm. Und schön warm ist es, das ist auch wichtig. Es ist faszinierend, eine Dampflok aus der Nähe zu betrachten, im Detail. Vieles hat Werner schon erledigt. Zum Beispiel hat er alle Druckbehälter für die Bremse geprüft und abgenommen. Die Farbe auf den Rädern ist aufgefrischt. Aber zu zweit oder zu dritt arbeiten sie vor allem an Wochenenden. Da dauert alles lange. Interessant ist diese Dampflok der Baureihe 38. Das ist eine ehemalige preußische P8, in Polen bekannt als OK1. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie durch die Westdeutsche Bundesbahn modernisiert. Sie wurde 1915 in Elbing gebaut und war die letzte Lok dieser Bauart, die in Deutschland bis 1975 regelmäßig im Dienst war. Jetzt ist sie als Technikdenkmal registriert und soll demnächst wieder repariert und revidiert werden. Die Sammlung an Fahrzeugen in Hanau ist vielfältig. Es gibt kleine und große Diesellokomotiven, aber auch die 503552, eine Vertreterin der Baureihe 50, in Polen als TY5 bekannt, die in der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neubaukessel und verschiedene Modernisierungen bekam. Ab November 1982 verlor dieses Betriebswerk seine Funktion als regelmäßige Heimat fest zugeschriebener Lokomotiven. Die Aufgaben übernahm Frankfurt. An beiden Seiten des Werkstattgeländes fahren in kurzem Takt ohne Pause Züge vorbei. Hier ist es nie langweilig. Um an die große Geschichte des Bahnwesens in Hanau zu erinnern und das Gelände weiter für Bahnzwecke zu nutzen, gründeten 1988 Bahnfreunde einen Museumsverein. Im April 2010 wurde die Stiftung Bahnbetriebswerk Hanau ins Leben gerufen. Auch die Stadt Hanau trat ihr bei. So können die Bahnfreunde hier ihrem anspruchsvollen Hobby nachgehen. Und gerne werden wir Werner wieder besuchen, wenn er mit seiner TKT 48 zum ersten Mal auf Fahrt geht. Für heute ist das alles in unserem Programm. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.